Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Doppelheimspieltag. Freitag gegen Gotha, Sonntag gegen Baunach. Ja, Uli, dann ja, haben wir Uli Nächster, seinen Headcoach hier und unseren Spieler Luis Figge. Und dann würde ich Uli einfach mal um sein Statement bitten für beide Spiele. Ja, wir freuen uns auf zwei Heimspiele an einem Wochenende. Freitag gegen Gotha geht's los, gegen eine Mannschaft, die ja, im Moment einen sehr guten Lauf hat, die sich dadurch auszeichnet, dass sie sehr, sehr wenig Fehler macht, einfach wirklich gut strukturiert spielt und sehr solide und gut verteidigt. Eigentlich vom Typ her gar nicht so unähnlich zu unserer Spielweise, vielleicht sogar noch ein bisschen kontrollierter. Und wir suchen natürlich hier zu Hause unsere Chance, das Spiel zu gewinnen. Also das optimale Szenario wäre hier aus dem Wochenende mit zwei Siegen rauszugehen. Wir sind unserem Publikum das schuldig, hier auf jeden Fall zwei gute Leistungen zu bringen. Und wir haben in den letzten Spielen gesehen, dass wir, wenn wir wirklich an unsere Grenzen gehen, auch jede Mannschaft schlagen können. Und so gehen wir natürlich ein bisschen als Underdog rein gegen Gotha, die jetzt im Moment als Tabellenführer dastehen und hier mit Sicherheit auch hinkommen, um was zu holen. Aber wir sehen uns schon auch in der Bringschuld, jetzt bei den Heimspielen was mitzunehmen. Ja, es sind alle soweit fit und gesund. Luca hatte ein bisschen irgendwie einen Schlag auf den Zeh bekommen im Training, aber sollte ihn auch nicht daran hindern zu spielen, wobei auch die Jungs am Wochenende ein volles Programm haben mit zweiter Mannschaft und NBBL. Da werden wir einfach noch schauen, wo das am meisten Sinn macht, wer wie viel spielt. Ansonsten haben alle gut trainiert. Ich denke, wir haben so das sehr intensive und anstrengende Spiel am Samstag in Vechta ganz gut aus den Knochen geschüttelt und es dann dementsprechend auch diese Woche von der Intensität her nicht übertrieben und gerade auch vom Umfang des Trainings nicht übertrieben, weil wir einfach wissen, dass jetzt ein sehr anstrengendes Wochenende auch ansteht mit zwei Spielen in kürzester Zeit und ja, gehen aber jetzt erstmal personell in voller Stärke in das Wochenende rein. Ja, er hat ja angefangen gegen Vechta. Ich glaube, das hat ihm auch ganz gut getan, dass er da das klare Vertrauen auch bekommen hat, von Anfang an zu spielen und auch eine wichtige Aufgabe in der Verteidigung zu übernehmen. Und dazu hat er einfach, glaube ich, einen ganz guten Start gehabt. Direkt am Anfang auch einen Dank gegen den Lawson mitgenommen und, glaube ich, ist gut ins Spiel gekommen. Mhm. Und hat dann so im Verlauf des Spiels das gemacht, was wir uns eigentlich von ihm erhoffen und erwarten, nämlich so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau zu sein. Wenn man auf die Stats guckt mit 9 Punkten, 8 Rebounds, 6 Assists, 3 Steals, ist er irgendwie überall gewesen. Ja, und ich denke, da hat er so jetzt dann gezeigt, dass er sich ganz gut reingefunden hat und er möchte natürlich auch gegen Gotha, jetzt gegen den alten Verein, nochmal eine Schippe drauflegen und auch für sich persönlich dann den ersten Sieg mit uns feiern. Ne? Er ist schon sehr motiviert. Wir haben auch jetzt in den Tagen schon ein bisschen über Gotha gesprochen. Ich meine, er kennt jetzt den einen oder anderen Spieler noch, er kennt die Coaches, weiß ein bisschen was dazu, wie die spielen. Und da versuchen wir natürlich auch davon zu profitieren, dass er uns ein paar Infos geben kann. Und ich glaube, er wird da am Freitag ready sein. Also wir haben mit unserem Ticketing gesprochen. Also ist es so, dass die Verkaufszahlen höher waren als bei den anderen Heimspielen. Deswegen erwarten wir schon, dass Freitag eine gut gefüllte Halle da ist. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass es noch manchmal ein bisschen mehr ist. Aber ich denke, dass wir so, ich vermute, im Vorverkauf haben wir jetzt so 100 mehr. Ja, also ich glaube, Baunach wird so ein bisschen eine Wundertüte. Das ist ja das Farmteam von Bamberg sozusagen, die auch teilweise in sehr unterschiedlichen Besetzungen dann auftreten, gerade auswärts.
Ich glaube, Bamberg spielt auch am Sonntag zu Hause, wenn ich das richtig gesehen habe. Da werden wir mal abwarten, wer vielleicht bei denen aus der Rotation noch mit bei Bamberg auf der Bank sitzt. Trotzdem eine Mannschaft, die sehr talentiert ist, ne, jung, haben schon die eine oder andere Überraschung gelandet. Unter anderem auch waren sie das einzige Team, was bisher Gotha schlagen konnte. Von daher müssen wir mit Sicherheit da auch gewarnt sein. Und ich hoffe einfach, dass wir einen kleinen Vorteil haben, dadurch, dass wir zweimal zu Hause spielen, dass wir keine Reisestrapazen haben. Und dann müssen wir gegen die Jungs spielen, die kommen. Ja? Also ich bin mir sicher, dass sie mit 7, 8, 9, 10 sehr guten, sehr talentierten Spielern hier auflaufen werden. Habe ich noch nicht wirklich mich mit beschäftigt, ehrlich gesagt. Also so ein bisschen ist da auch noch meine Hoffnung, dass ich Philipp als Infoquelle am Freitag nochmal beiseite nehmen kann. Der kennt ja die Jungs ganz gut. Vielleicht weiß der ein bisschen mehr. Und einfach abwarten. Ich denke, am Freitag werden wir wissen, wer am Sonntag, zumindest wer am Sonntag sicher nicht dabei sein wird. Ich denke, wenn Johannes Thiemann wirklich verletzt ist, dann wird er auch am Freitag nicht spielen. Und dann wäre das ein Indiz, dass er wohl auch am Sonntag nicht spielt. Aber das lassen wir auf uns zukommen. Also damit, ich glaube, sich damit zu beschäftigen zu viel macht nicht viel Sinn, weil am Ende wissen wir es nicht, wer dann eben bei Bamberg mit dabei ist und wer fit ist. Also das Gleiche gilt ja auch dann für Malik Müller, der jetzt das eine oder andere Spiel schon nicht gespielt hat, weil er eben bei Bamberg war. Aber wir bereiten uns auf alle vor und schauen dann eben, wer dann wirklich hier aufkreuzt am Sonntag. Viele, also Leon Herzer, Andreas Obst, Tibor Tarasch, viele Freunde in der Nationalmannschaft, aber das ist natürlich für mich, ich kann eigentlich nicht gegen so ein Team verlieren. Wenn du dagegen verlierst, dann kriegst du immer Sprüche und das ist einfach dann doppelt schlimm dagegen zu verlieren. Kannst du mal den Namen Obst, wer war das noch? Andreas Obst, ja, Leon Kratzer und Tibor Tarasch und ich habe schon noch einen ausgelassen. Ich hasse es einfach zu verlieren, ich hasse es wirklich und ich mag es auch einfach nicht, wenn die Fans einen so unterstützt haben, dass man den einfach nicht zurückgeben kann und dann am Ende trotzdem weniger Punkte hat, obwohl man vielleicht gar nicht so schlecht gespielt hat, obwohl man nicht so schlechte Aktionen hatte, aber es halt am Ende dann auch nicht geklappt hat und dann ärgere ich mich über viele Sachen halt erst nach dem Spiel und das habe ich versuche das jetzt immer noch ein bisschen aufs nach dem Spiel sozusagen rauszurücken, nicht auf dem Spielfeld noch so auszurasten. Und ja, dann kommt das immer nach dem Spiel hoch und dann legt es das halt erst nur 20 Minuten danach oder so. Und dann, ja, da bin ich emotional. Wir wussten, okay, wir haben nicht schlecht gespielt, wir haben es geschafft in die Verlängerung. Wir haben am Ende halt nicht die Freiwürfe getroffen, da konnte ich mir auch speziell selbst an die Nase fassen. Okay, und, ja. Da waren halt wieder einige Sachen, die man auch hätte besser machen können, aber wir waren schon echt gut gespielt, wir haben gut verteidigt als Team, wir waren wirklich ein Team und jeder hat so seine Rolle erfüllt und dann werden wahrscheinlich gegen fast jeden anderen Gegner der Liga, hätten wir mit so einer Leistung hätten wir geschlagen, aber Fechter ist halt wirklich da abgezockt und in eigener Halle, das ist natürlich wirklich schwierig, ich habe irgendwie gehört, Spitze war 125 Dezibel oder so in der Halle, das war schon auch echt laut auf dem Spielfeld und das kannte man halt einfach nicht so ganz und das war halt, trotzdem hat es so viel Spaß gemacht und dann ist man trotzdem halt enttäuscht nachher. Aber wir haben auch dann im Bus noch darüber gesprochen, im Bulli nachher, und haben gesagt, ey, wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Wenn wir das jetzt, diesen Rückenwind jetzt mitnehmen und sagen, okay, wir nehmen das Positive raus, nehmen das mit ins Spiel gegen Gotha, vor allem auch den Spitzenreiter. Aber ich denke, dass er uns vielleicht ein bisschen besser liegen wird, habe ich das Gefühl. Okay, ja. Und dann noch zu Hause, dass wir dann halt auf jeden Fall, also ich gehe sehr positiv ins Spiel gegen Gotha und erst recht gegen das Spiel gegen Baunach. Und ich hoffe, wir haben ja schon mal einen Doppelspieltag, zwei Siege geholt. Ich glaube, da können wir dieses Mal dann anknüpfen. Also grundsätzlich ist bei mir so, dass ich auch den Druck halt wollte. Ich wollte halt eine größere Rolle übernehmen und das war auch mein Interesse. Und es war halt, ich mache mir selbst grundsätzlich eigentlich immer, also aus das Umfeld und so, das macht mir nicht viel. Ich mache mir halt immer selbst, glaube ich, stehe ich mir am nächsten und mache mir da halt am meisten Druck und das, ja, es gibt halt immer Hochphasen, Tiefphasen. Ich habe halt trotzdem, die Würfe sind ja nicht gefallen am Anfang. Ich hoffe, das kommt jetzt immer noch und wird halt immer noch besser und so weiter. Aber ja, ich habe versucht halt trotzdem den Tief zu helfen mit Assists, Rebounds, das kann man ja auch immer machen, wenn der Wurf nicht fällt. Aber
Ja, das würde ich jetzt nicht sagen, dass es irgendwie unbedingt der Druck von außen war. Ich habe mir selbst auch sehr, also nicht selbst mir viel Druck gemacht, sondern ich habe versucht, das von der, also Preseason halt mitzunehmen. Und das war halt natürlich schwierig, da habe ich gut gespielt. Dann ja. muss man jetzt nicht ja. sozusagen erwarten, dass man es direkt auch mitnimmt. Ja, ich glaube erstmal, dass Louis die ganze Saison über schon gute Leistungen gezeigt hat im Rahmen dessen, was wir von ihm erwartet haben. Also es ist ja immer so, ich sag mal, gibt es drei unterschiedliche Perspektiven. Einmal das, was der Trainer erwartet, das, was der Spieler von sich selber erwartet und das, was das Umfeld erwartet. Und das, was wir als Trainerteam erwartet haben oder auch als Verein erwartet haben, hat er im Grunde genommen schon vom ersten Spieltag an erfüllt. Und nachdem eben in den ersten Spielen offensiv das noch nicht so ganz rund lief, haben wir uns auch nochmal hingesetzt und haben genau über diese Sachen gesprochen, nämlich über Erwartungen, über seine eigenen Erwartungen und unsere. Das war vor dem Rhöndorf-Spiel, glaube ich, sagtest du. Genau, ja, ja, in der Woche vor dem Rhöndorf-Spiel, wo wir einfach nochmal, wo ich auch Louis nochmal gesagt habe, dass er unser vollstes Vertrauen hat und dass er im Prinzip in dem Rahmen spielt von dem, was wir von ihm erwarten und dass er genauso weitermachen soll und dass es dann, wenn er weiter die richtigen Entscheidungen trifft und die richtigen Dinge tut, dass das dann automatisch auch wieder besser laufen wird und dass seine Würfe fallen werden. Ja, das war aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt, das nochmal klar zu unterstreichen, dass am Ende nicht entscheidend ist, wie viele Punkte stehen da drunter, sondern wie viele kleine Dinge hat er richtig gemacht. Und das, da haben wir nochmal einen Rahmen abgesteckt und ich glaube, das hat ein bisschen geholfen. Und dann hat im Rhöndorf-Spiel, glaube ich, direkt so in der ersten Minute ist so ein bisschen der Schalter gekippt. Da sind dann nämlich einfach die ersten drei Würfe reingefallen. Und das braucht man dann manchmal. Und seitdem läuft es einfach dann auch offensiv noch besser. Und das hilft uns natürlich. Ja, jeder Punkt, der auch von Louis kommt oder der von den anderen jungen Spielern kommt, der hilft uns am Ende weiter. Und ja, deswegen glaube ich, dass es wichtig war, dass Louis weiß, dass er unser Vertrauen hat, dass er die richtigen Dinge tut und dass sich das unterm Strich dann auch auszahlen wird, wenn er das weiter so macht. Also ich habe ja mein Abi gemacht dieses Jahr und ich wollte erstmal ein bisschen Abstand von Schule haben, habe aber trotzdem gesagt, ich möchte irgendwas machen, was man halt im Leben so stehen hat, was man dann noch, was einen ein bisschen weiterbringt. Und da habe ich halt mich auch für den Bundesfreiwilligendienst ja auch bei den Baskets halt in der e.V., das heißt im Verein halt entschieden. Turniere halt eine Mannschaft, coache die halt auch, habe eine AG zum Beispiel und leite auch so eine Übermittagsbetreuung oder man macht da viel. Okay. Und besuche halt auch ab und zu Schulen. Und ja, das sind so Sachen, Umgang mit Kindern, mag ich sehr, Trainer sein, mal ein bisschen andere Perspektive reinbringen. Welche Mannschaft trainierst du? Die U16 Kreisliga ist das. U16 Kreisliga, okay, ja. Ja, das ist halt einfach, das, also sonst kennt man das immer, okay, man wird trainiert und jetzt kann man das auch mal ein bisschen so zurückgeben. Oder man geht zum Beispiel hier zum Basketballcamp, wo ich halt früher auch mal war und dann macht mir das auch super viel Spaß, um mit den Kindern zu arbeiten und das ist halt... Jetzt so nach dem Abi ist das eine super Gelegenheit und da bin ich auch sehr froh, dass das so klappt und ich das so gut mit dem Training auch verbinden kann. Alles weiter darüber hinaus ist noch offen? Gibt es da jetzt schon so Planung im Hinterkopf? Ja, nächstes Jahr würde ich anfangen zu studieren, irgendwas auf jeden Fall nebenbei irgendwas machen, nicht nur auf Basketball konzentrieren, weil ich sehe es immer wieder, wie schnell es gehen kann und ja. Sommer ist immer viel zu tun, wenn man mit der Nationalmannschaft geht, dann sind das immer 2 Monate mindestens und ich bin ja auch der jüngere Jahrgang. Ja, okay. Ich habe jetzt noch nicht mit dem Nationalmannschaftstrainer und so weiter gesprochen und ja, man muss halt erstmal gucken. Ja. Aber du wirst U20 dann, oder? Ich werde U20. Du wirst jüngerer Jahrgang U20, ja. Okay.